Okay. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hier ist Nadia Blust und ich bin jetzt in Frankreich und betreue unser Netzwerk DAF-Lehrer Online. Und heute gibt es einen besonderen Beitrag von Robert. Er wird seine Seite präsentieren und natürlich, was für DAF-Lehrer. Also wir sprechen heute über Test und Prüfungen und ich gebe das Wort an Robert. Bitte, Robert. Ja, vielen Dank für die Einführung. Genau, ich würde heute die Plattform Quiz Academy vorstellen. Vielleicht mal für mich so ein bisschen als Feedback, wie schnell ich reden kann, wenn ich zu schnell bin, vielleicht einfach eine kurze Information geben, dass auch wirklich möglichst jeder mir gut folgen kann. Ja, also von daher gerne, ich gucke auch den Chat, werde ich mir ab und zu anschauen und würde jetzt einfach die Plattform vorstellen. Und ich habe das in meinen Seminaren, handhabe ich das so, dass ich in der Regel immer den linken Bereich zeige aus Lehrerperspektive und ich habe das auch im Hintergrund schon gemacht, diesen rechten Bereich auch dann zu zeigen, wie das aus Lernenden-Sicht, also in der Regel Schüler oder Erwachsene, die halt diese Kurse spielen wollen, aussieht, um einfach beide Perspektiven zu bekommen. Ich habe hier keine Präsentation, sondern ich mache das immer gerne live, um einfach auch einen guten Einblick zu bekommen und dass jeder das auch mal selbst testen kann und es besser einordnen kann für sich. Das nur mal zur kurzen Einführung. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, gern einfach per Chat oder auch per Voice. Okay, dann fange ich an mit der grundsätzlichen Funktion. Vielleicht mal eine kurze Frage an alle. Wer kennt denn Kahoot? Gibt es da jemanden, der das kennt? Ja, alle schreiben im Textchat. Okay, genau. Also es gibt genügend, die das kennen, genau. Wundert mich auch nicht. Wir sind leider nicht, okay. Ich stelle die Frage mal gerne am Anfang. Da kann man es nämlich ein bisschen besser einordnen. Kahoot ist auch eine Plattform für Quiz. Wir bieten noch Karteikarten, aber wir sind eine Alternative zu der Plattform. Und bieten noch ein bisschen mehr. Nadja hat es ja schon gesagt, wir bieten auch ein Prüfungsmodul mit an und auch Karteikarten. Und ich würde einfach sagen, wir gehen mal rein ins Thema. Und das Erste wird so ein bisschen sein, dass ihr auch interaktiv mitmachen könnt. Das heißt, ich würde dann auch ein, zwei Links hier im Chat verteilen und dann können wir alle das zusammen einmal spielen, dass ihr einfach auch ein schönes Erlebnis habt und auch das besser einordnen könnt. Okay. Fangen wir an. Also wir sind eine Lernplattform für Quizfragen und Karteikarten. Das vielleicht schon mal so grundsätzlich als Einführung. Wir bieten und wir haben ja auch schon einige Kurse vorbereitet. Also das ist mal links die Übersicht, die man sieht, wenn man sich als Lehrkraft bei uns registriert hat. Das ist sozusagen so eine Lehreroberfläche, in der ich dann meine ganzen Inhalte verwalten, erstellen kann und auch analysieren kann. Und ich habe jetzt hier verschiedene Kurse, unter anderem auch, das will ich zeigen, auch ein paar Deutsch als Fremdsprachenkurse, die wir schon vorbereitet haben, aber auch mit wenig Inhalten, aber zumindest schon mal, dass man es ein bisschen visualisieren kann. Ich würde aber mal einen Beispielkurs kurz zeigen, um einfach unser Konzept zu verdeutlichen. Ja, das öffne ich jetzt mal. Und zwar ist das immer ganz, ganz anschaulich, um mal unsere Struktur nachzuvollziehen. Wir haben also einen Kurs. Ein Kurs ist sozusagen ein Container, über den ich Inhalte verbreiten kann. Und in diesem Kurs, das könnte jetzt, wie gesagt, auch Deutsch als Fremdsprache sein. Ich habe den mal jetzt den Namen Business Edition Beispielkurs gegeben. Und in diesem Kurs befinden sich nun Quiz- und Karteikartenstapel. Und hier haben wir eben eine Gliederungsebene. Man kann sich das wirklich als Kapitelebene vorstellen. Das heißt, wir haben Quizkapitel und wir haben Karteikartenkapitel. Alles, vielleicht das schon mal grundsätzlich, ist völlig individuell steuerbar von der Lehrkraft. Sowohl die Anzahl als auch die Reihenfolge, als auch die Benennung. Es ist alles individuell steuerbar. Gehen wir mal rein, nehmen wir mal zum Beispiel ein Quiz, das ich gerne zeigen will. Es geht auch nicht um die Inhalte.
Ich will nur mal verdeutlichen, wie der Aufbau ist. Nun haben wir hier auch die Möglichkeit, zum Beispiel Bilder in eine Frage zu integrieren. Aber grundsätzlich haben wir drei Fragetypen. Wie gesagt, sind Bilder möglich. Es sind Texte, auch sehr lange Texte möglich. Wir haben keine Beschränkung da drin. Wir haben hier vier Antwortmöglichkeiten. Single Choice ist als Kreis markiert. Das heißt, es ist nur eine Antwort richtig. Es können auch viel mehr Antworten sein. Es muss auf vier beschränkt sein. Und wenn ich antworte, habe ich sofort ein visuelles Feedback und ich habe auch noch eine Erläuterung, die ich auch individuell gestalten kann. Das heißt, wir sind nicht nur im Überprüfungsbereich, wir sind auch dann im Lernbereich drin, in dem ich dann dem Lernenden auch sagen kann, was wäre richtig gewesen, worauf lege ich Wert bei der Beantwortung der Frage zum Beispiel. Man kann auch einen Weblink hinterlegen. Das kann alles Mögliche sein. Wir haben jetzt mal irgendeinen Weblink hinterlegt von Wikipedia. Das kann aber auch was anderes sein. Also wir sind nicht nur im Überprüfungsbereich, sondern auch im Lernbereich damit. Jetzt haben wir einen zweiten Fragetypen, das ist zum Beispiel True-False. Das heißt, ich habe eine Aussage, muss bewerten, ist die richtig oder ist die falsch. Und auch hier wieder eine Auswertung plus Erläuterung. Und der letzte Fragetyp, den wir haben, ist Multiple-Choice. Das ist durch ein Viereck markiert und hier kann wirklich alles richtig oder alles falsch sein. Und auch hier habe ich wieder ein visuelles Feedback plus Erläuterung. Das mal grundsätzlich zu den Quizfragen, die wir anbieten im Kurskontext. Und das Zweite, was wir anbieten, sind in diesem Kurs auch Karteikarten. Und Karteikarten lässt natürlich wesentlich mehr Lernmöglichkeiten zu. Ich kann vorne zum Beispiel auch ein Bild haben und eine Frage. Und wenn ich das umdrehe, dann haben wir eben eine Erläuterung. Kann man, wie gesagt, auch ganz gut für Vokabeln verwenden, auch für irgendwelche Texte. Dafür ist Karteikarten eigentlich ganz gut geeignet. Genau. Das nur mal zur Strukturierung. Jetzt kann ich es ja mal zeigen an einem Beispiel von Deutsch als Fremdsprache. Nehmen wir mal A2 zum Beispiel. Hier haben wir jetzt, ich werde den Kurs mal öffnen, genau. Und hier sieht man jetzt, wir haben jetzt hier keine Karteikarten drin, sondern nur Quizfragen. Und mit diesen Quizfragen könnte man jetzt zum Beispiel lernen, also Lese, Verstehen, A2 zum Beispiel. Und jetzt hätte man hier die Frage und die Antwortmöglichkeiten und könnte dann eben auch entsprechend seine Antwort tätigen und hätte sofort sein Feedback. Es geht jetzt nicht um den Inhalt an sich, sondern nur um das Verständnis für die Funktionalitäten der Plattform. Genau. Also das mal zum Thema Kurs. Das heißt, das ist typischerweise aus unserer Sicht ein Instrument, mit dem man sehr gut lernen kann. Das heißt, eine Lehrkraft erstellt einen Kurs, hier zum Beispiel Deutsch als Fremdsprache A2. Und diesen Kurs kann ich dann meinen Lernenden zur Verfügung stellen. Und die können damit ganz einfach lernen, indem ich beispielsweise hier im Chat diesen Link verbreite. Und wenn man den Link sich nimmt und einfach hier oben zum Beispiel in den Browser kopiert oder raufklickt, dann öffnet sich genau dieser Kurs und ich kann damit lernen. Das mal so als erster Hinweis. Genau. Jetzt kann ich auf zwei Möglichkeiten damit lernen. Das eine ist, so wie ich es hier mache, mit der Webversion. Das heißt ganz normal, ich öffne das im Browser. Oder wir haben auch die Möglichkeit, das über eine App zu nutzen, diesen Kurs, habe ich natürlich verschiedene Vor- und Nachteile. Bei der App ist ganz klar der Vorteil, dass ich die Inhalte herunterladen kann, also den Kurs herunterladen kann aufs Telefon und dann auch offline lernen kann. Ein großer Nachteil ist natürlich, ich muss erstmal die App installieren, ist natürlich auch gerade, wenn ich es mal nur kurz einsetzen will, auch eine gewisse Hürde. Und ich habe bei der App den Vorteil, dass man auch Lernmanagementmöglichkeiten hat. Das heißt, wir können natürlich auf dem Telefon, ohne persönliche Daten von Lernenden zu haben, können wir eben auf dem Telefon lokal die Ergebnisse analysieren und aufgrund dieser Analysen eben auch Informationen, Lernmanagementmöglichkeiten bereitstellen, damit der Lernende auch besser üben kann damit. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell. Ist das noch okay alles?
Ja? Ja, denke ich ja. Alles klar, alles okay, sehr schön. Dann will ich mal, super, das ist immer sehr, sehr nett, so ein kurzes Feedback zu bekommen. Dann habe ich nicht so das Gefühl, als wenn ich hier monoton rede. Ich würde mal eine Sache zeigen gerne wollen, die aus unserer Sicht im Kursbereich sehr, sehr hilfreich und sinnvoll ist. Grundsätzlich, wer sich bei uns registriert und einen Zugang zur Plattform bekommt, der kann in dem linken Menübereich unter Hilfe und Kontakt findet er alle Informationen oder finden Sie alle Informationen zur Nutzung der Plattform. Ich will das mal zeigen. Zum Beispiel haben wir kleine Erklärvideos erstellt, die man sich jederzeit anschauen kann, die wirklich sehr kompakt die Sachen zeigen. Ich will eins mal gleich kurz beispielhaft zeigen, um A, das Format ein bisschen darzustellen und aber auch um das Thema Lernmanagementmöglichkeiten in der App gut zu erklären. Das zweite ist, das, was wir heute hier schon machen, wir bieten natürlich auch eigene Seminare an, die nochmal ein bisschen weitergehen in der Plattform. Und wir bieten vor allen Dingen auch Tipps an. Das heißt, wie kann ich mit der Plattform gut arbeiten? Wie ist vielleicht ein guter Einstieg darin auch möglich? Und hier auch, wie gesagt, wie sehen gute Karteikarten? Wie sehen gute Quizfragen aus? Wie importiere ich Sachen? Und wie erstelle ich auch Inhalte? Und das Ganze sieht dann so aus, dass man wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sieht und das wirklich auch mit Visualisierung folgen kann und dann für sich einen sehr einfachen Einstieg in die Plattform hat. Unabhängig von dem, was ich hier erzähle, vielleicht ist es manchmal zu schnell, vielleicht an manchen Stellen auch vernachlässige ich einige Sachen, die dann hier auf jeden Fall nochmal im Detail sich angeschaut werden können. Genau. Aber ich wollte ganz kurz das Video zeigen. Das geht so circa 1,5 Minuten. Ich würde das kurz laufen lassen im Hintergrund. Und das Thema von dem Video ist eben, welche Möglichkeiten haben die Lernenden mit euren Inhalten, um diese sehr, sehr einfach und ja, individuell zu lernen? Welche Hilfen geben wir innerhalb der App? Und da will ich mal kurz auf unseren YouTube-Kanal verweisen. Genau, ich würde das gleich starten. Das geht jetzt, wie gesagt, 1,5 Minuten, aber das erklärt das wirklich sehr, sehr gut aus meiner Sicht. Und ein Hinweis vielleicht, wenn ihr euch Videos anschauen wollt von diesen Erklärvideos, dann findet man in der Regel hier unten auch immer ein Inhaltsverzeichnis, über das man auch direkt in die Stelle springen kann, die einen interessiert. Und ich würde mal sagen, jetzt sind circa 1,5 Minuten Videotime. Bis gleich. Doch Quiz Academy stellt dir auch noch weitere Möglichkeiten des Lernmanagements zur Verfügung. Wähle dafür deinen Kurs aus und betätige unten rechts die Schaltfläche Go. Nun stehen dir drei Möglichkeiten zur Verfügung: Lernsession, Lernplan und Klausur. Lerne genau das, was du möchtest. Über eine Lernsession kannst du dir individuell deine Lerninhalte zusammenstellen. Du kannst wählen, aus welchen Quizfragen berücksichtigt werden sollen. Du kannst auch aussuchen, in welcher Reihenfolge du spielen möchtest. Du kannst zusätzlich wählen, welche Fragen du spielen möchtest. Alle Fragen, nur nicht gewusste Fragen, nur Favoriten oder nur noch nicht beantwortete Fragen. Die Anzahl der Fragen, welche aufgrund deiner Auswahl in der Lernsession gespielt werden können, wird hier unten im Bildschirm angezeigt. Lerne genau das, was du solltest. Der Lernplan stellt dir auf der Basis eines intelligenten Algorithmus genau die Inhalte zusammen, die du lernen solltest und erinnert dich daran, wenn du es möchtest. Je öfter du eine Quizfrage richtig beantwortest, umso seltener musst du sie wiederholen, damit du sie dir langfristig merken kannst. Der Lernplan besteht aus 4 Lernstufen. Quizfragen in Lernstufe 1 werden jeden Tag gelernt. Fragen in Stufe 2 werden jeden dritten Tag gelernt. Fragen aus Stufe 3 jeden siebten Tag. Und Quizfragen in Lernstufe 4 nur jeden 30. Tag. Beantwortest du eine Quizfrage richtig, rutscht sie eine Lernstufe höher. Beantwortest du sie falsch, rutscht sie eine Lernstufe tiefer. Wenn alle Quizfragen in der Lernstufe 4 sind, sollten die Lösungen in deinem Langzeitgedächtnis gespeichert sein. Genau. Das sollte halt verdeutlichen, A, wie unser Videoformat aufgebaut ist und B, auch welche Möglichkeiten die Lernenden in der App haben. Ich hoffe, es war verständlich. Wie gesagt, kann sich jederzeit angeschaut werden und genauso sind unsere Erklärvideos auch aufgebaut.
Okay, was war jetzt wichtig in dem Bereich erstmal? Also grundsätzlich war mir bis hierhin wichtig zu erklären, dass über einen Kurs Inhalte den Lernenden zur Verfügung gestellt werden kann. Dass so ein Kurs ist in Kapitel unterteilt und in den Kapiteln befinden sich eben Quizfragen und Karteikarten. Karteikarten ganz klar ein schönes Instrument zum Lernen und Quizfragen zum Überprüfen für mich selbst. Und auch die Lehrkraft hat natürlich die Möglichkeit, diese Analysen sich anzuschauen, die dann so aussehen. Das heißt, ich sehe von meiner Lerngruppe, die meinen Kurs gespielt hat, sehe ich genau, wann wird gelernt und wie oft wird gelernt und wie gut ist die Gruppe in den einzelnen Kapiteln im Quizbereich. Was ich nicht sehe als Lehrkraft ist, welche Person ist wie gut. Das sehe ich halt wirklich in der E-Prüfung, da komme ich gleich zu, aber nicht hier im Kursbereich. Genau, ich habe es schon angesprochen, kommen wir gleich mal zum Bereich Prüfungen. Das heißt, wir kommen jetzt weg vom Lernbereich, sondern jetzt gehen wir mehr zum Überprüfungsbereich. Und das findet man im Bereich Prüfungen. Und jetzt werde ich mal hier eine Prüfung starten. Und zwar nehme ich mir mal hier, genau, ich glaube, ich habe was vorbereitet. Und zwar A2, glaube ich. Oder? Ganz kurz, geht gleich weiter. Ja, das sind 20 Fragen, das ist natürlich ein bisschen viel. Habe ich hier was noch? Genau, nehmen wir mal den hier, aber drei Beispielfragen, einfach mal, um das Konzept der Prüfung zu verdeutlichen. Gehen wir mal rein. Jetzt wird das ein aktiver Teil, das heißt, jetzt können alle daran teilnehmen. Deswegen habe ich hier auch diesen Bildschirm im Hintergrund gemacht, dass man das ein bisschen zweiteilen kann. Ich würde jetzt mal den Link dazu verbreiten und ihn jetzt hier im Chat zeigen und da kann jeder sich gleich einloggen und dann kann das auch gleich soweit losgehen. Ich mache mal Enter. Genau. So, jetzt würde man den Link einfach rauskopieren oder raufklicken, je nachdem, welche Möglichkeit besteht. Und ich würde dann in diesen Bereich kommen, in dem ich jetzt meinen Namen eingeben muss. Und das mache ich jetzt mal. Und wie gesagt, das muss auch kein, grundsätzlich verpflichten wir niemanden, einen Namen einzugeben. Aber ich kann natürlich auch als Lehrkraft sagen, hey, ich möchte gerne, dass ihr euren persönlichen Namen eingibt oder eine gewisse Personalnummer oder was auch immer ihr dann als Identifikation halt wollt. Genau, die ersten nehmen schon dran teil. Die ersten drei Teilnehmer, also einfach den Link oben kopieren und dann reingehen. Was man auch machen kann, ist mit dem Smartphone einfach diesen QR-Code scannen. Das würde auch gehen. Und auch dann kommt man direkt in diese Übersicht, in der man seinen Namen eingeben muss. Ich würde das mal hier wieder schließen. Genau. Die ersten Teilnehmer kommen. Ich kann auch jetzt zum Beispiel hier, wenn ich das möchte, eine E-Mail versenden. Ja, bitte. Bitte mitmachen. Genau, ich könnte auch eine E-Mail versenden, zum Beispiel an meine Teilnehmer, wenn ich das gerne möchte. Indem ich beispielsweise hier raufklicke und dann öffnet sich so ein E-Mail-Format, das ich ganz einfach verschicken kann mit allen wichtigen Informationen zur Prüfung. Und die Erfahrung zeigt halt, wenn man das einmal selber mitgemacht hat, dass man es halt wesentlich besser einschätzen kann, dann auch für sich und auch so ein bisschen die Scheu davor verliert. Genau. Soll ich noch kurz warten oder soll ich starten? Okay, ich würde einfach mal starten jetzt, um da nicht zu viel Zeit zu verlieren. Man kann auch immer noch über den Link auch später daran teilnehmen, ist gar kein Thema. Genau, ich würde einfach mal sagen, Prüfung starten. Genau, jetzt mache ich mal verspätete Teilnahme erlauben. Das heißt, jetzt kann auch jemand noch, der nach dem tatsächlichen Start auch noch daran teilnehmen. Genau, sieht man ja. Ich würde es mal hier kurz zeigen, wie das ganze Konzept funktioniert und dann könnt ihr das ja auch selber machen. Obwohl das nicht zwingend ist. Genau. Ich kann erstmal alle meine Fragen durchgehen und kann mir die erstmal anschauen, meine drei Fragen, die ich jetzt hier in dieser Prüfung habe. Und wenn ich schon irgendwas weiß, kann ich es auch gleich beantworten. Ganz wichtig, die Antwort muss eingeloggt werden.
Ich kann sie auch nachträglich nochmal bearbeiten, aber grundsätzlich muss sie erstmal eingeloggt werden. Und wenn ich jetzt zur Übersicht gehe, dann sehe ich schon, meine eingeloggte Frage wurde auch als solches erkannt. Und es sind mir noch zwei Fragen angezeigt, die ich noch nicht beantwortet habe. Und da kann ich jetzt reingehen. Und das, wie gesagt, es geht jetzt nicht um richtig oder falsch, sondern nur ums Konzept eben. Und jetzt kann ich eben meine Fragen hier angeben. Und voilà, alle Antworten sind erfolgreich eingeloggt worden, was kenntlich gemacht wird durch dieses Häkchen. Und jetzt kann ich meine Prüfung abgeben. Nochmal eine Sicherheitsabfrage. Und der Vorteil von dieser Form ist, ich habe sofort als Lehrkraft das Ergebnis. Genau. Elena, herzlichen Glückwunsch, alles richtig. Genau, das ist halt der ganz große Vorteil dieser E-Prüfung. Das heißt, ich habe sofort eine Punktzahl und kann dann auch das Ergebnis an meine Teilnehmer übermitteln. Das Ergebnis wird nicht direkt angezeigt, einfach weil es verschiedene Gründe geben kann, warum ich vielleicht nochmal ein Ergebnis verändere, vielleicht eine Prüfung entferne oder eine Frage entferne oder sonstige Veränderungen nochmal vornehmen möchte, sodass dann die Ergebnisübermittlung später erfolgt. Ich spiele jetzt schwache Spielerin. Okay, ja, gerne. Genau, und ich kann jetzt hier aktualisieren und sehe dann nach und nach, wer die Fragen abgegeben hat und wer noch in Bearbeitung ist. Genau, so nach und nach kommen jetzt die Ergebnisse rein. Genau, ich würde mal noch ein paar Sekunden geben und dann die Prüfung auch beenden, um dann die Ergebnisse zu zeigen. Ja, ich sehe schon, die sind alle komplett richtig, außer ich selbst. Naja, okay. Genau, wenn ich jetzt auf Beenden klicke, dann ist auch die Prüfung für alle beendet. Das heißt, bitte kurz die Prüfung abgeben und dann würde ich auf Beenden klicken. Ja, einige kommen noch, sehr gut. Genau, wir haben auch versucht, so wenig wie möglich Kommunikation zu ermöglichen oder notwendige Kommunikation zu haben, einfach damit das System im Prüfungsbereich sehr, sehr sicher ist. Von daher ist die Notwendigkeit einfach da, hier ab und zu mal zu aktualisieren. Das geht nicht automatisiert, weil wir halt, wie gesagt, möglichst wenig Serverkapazitäten da auch für verwenden wollen. Okay, ich beende einfach mal jetzt. Was wir jetzt sehen in der Auswertung, ist einmal ein Ergebnis für jeden einzelnen Teilnehmer, der die Prüfung auch beendet hat, mit jeder einzelnen Detailfrage zu jedem einzelnen Teilnehmer. Das Ganze kann ich mir als PDF speichern. Klicke ich drauf, dann öffnet sich hier so ein Druckdialog. Und dann kann ich das Ganze als PDF speichern und ich sehe wirklich für jeden einzelnen abgegebenen Teilnehmer, sehe ich auch das Ergebnis und kann das dann für mich eben speichern und dokumentieren. Ich kann auch für jeden einzelnen Teilnehmer das einzeln machen, ganz wie ihr wollt letztendlich. Ich sehe nochmal ein Gesamtergebnis und sehr schön. Und hier sehe ich nochmal eine Übersicht der einzelnen Fragen und ich hatte es ja schon gesagt, es kann natürlich vorkommen, dass einzelne Fragen auch in der Prüfung nicht eindeutig sind oder einen Rechtschreibfehler haben oder was auch immer, also vor allen Dingen nicht eindeutig sind. Und das erkennt man in der Regel natürlich, wenn die extrem schlecht bewertet werden. Und das sieht man hier in dieser Übersicht. Das heißt, ich kann auch für die nächste Prüfung zum Beispiel eine schlechte Frage eliminieren und so meine Prüfung auch verbessern mit den Ergebnissen, die ich bekomme. Genau. Ich setze das Ganze mal kurz zurück. Das war jetzt, was wir jetzt gemacht haben, war eine Live-Prüfung. Was man auch machen kann, ist eine zeitgesteuerte Prüfung. Das heißt, ich mache einfach beim Start, ändere ich hier diesen Button in zeitgesteuerte Prüfung und dann kann ich eben zum Beispiel einen Startzeitpunkt festlegen. Ich kann das ja mal machen. Einen Endzeitpunkt festlegen, meinetwegen am 27. Und ich gebe jetzt für die drei Fragen, die ich habe, 2 Minuten Zeit. Und dann kann ich die Prüfung planen und dann kann jeder in der Zeit an dieser Prüfung teilnehmen und die Ergebnisse kommen dann nach und nach hier aufgelistet. Also diese beiden Optionen habt ihr im Bereich Live-Prüfung und im Bereich zeitgesteuerte Prüfung.
Genau. Ich glaube, das mal beendet jetzt. So, so viel zum Thema Prüfungen. Das heißt, um nochmal ein bisschen die Kurve zu kriegen, wir haben jetzt gerade gesprochen über einen Kursbereich, mit dem ich Inhalte lernen kann, und mit einem Prüfungsbereich, in dem ich die Teilnehmer überprüfen kann und auch ein Ergebnis habe letztendlich und auch eine Bewertung machen kann. Der letzte Punkt, den wir haben, ist das Thema Live-Quiz. Ich hatte es ja schon gefragt, wer auch Kahoot kennt. Das heißt, das ist eigentlich dieses Format, was man von Kahoot eigentlich auch kennt. Das war ein bisschen schwerer. Ja. Gehen wir mal auf B1-Niveau. Und jetzt kann man auch alle seine Fragen, die man erstellt hat, kann man jetzt auch als Live-Quiz spielen. Ich würde einfach mal kurz dieses hier machen und würde das mal starten als Live-Quiz. Auch hier wird es wieder interaktiv. Das heißt, ich würde wieder den Code wieder verbreiten und würde euch bitten, wieder mitzumachen. Auch hier wieder einen Namen geben, um natürlich auch eine Zuordnung zu haben. Was wir hier am Ende haben, ist auch eine Bestenliste. Das heißt, hier kann man auch am Ende dann sehen, wer ist der Sieger von diesem Live-Quiz und wer hat am besten performt. Genau. Hier wiederum sieht man schon einen Unterschied zur E-Prüfung. Es ist automatisiert hier. Das heißt, die Teilnehmer kommen jetzt nach und nach, erscheinen diese hier auf der Liste. Das macht es komfortabler für den Anwender. Es ist aber, das muss man so ehrlich sagen, anfälliger für Probleme mit dem Internet. Das heißt, hier gibt es eine permanente Kommunikation zwischen dem Server und allen Endgeräten. Und wenn da auch einmal kurz die Verbindung weg ist, dann kann es halt Probleme kommen, dass mal jemand rausfliegt oder die Verbindung nicht klappt. In der Regel geht das gut, wenn die Internetverbindung stabil ist. Das ist die wirklich die große Hürde, die man einfach wissen muss. Genau. Und auch hier kann man, wenn man mal rausfällt oder verspätet kommt, kann man über die PIN, kann man jederzeit auch nachträglich noch daran teilnehmen. Aber ich sehe schon, es wird hier nicht mehr, von daher starten wir mal. Ich gebe mal 25 Sekunden. Also ich kann die Zeit auch hier einstellen und würde mal sagen, wir starten mal das Live-Quiz. 3, 2, 1. Ja, vielleicht ist es ein bisschen kurz, die Zeit. Es tut mir leid. Es geht auch nicht ums Ergebnis. Also wählt einfach irgendwas aus. Antwort einloggen bitte klicken. Und dann hoffe ich, dass alle die Antwort abgeben können. Wie gesagt, ihr habt noch 6 Sekunden. Bitte Antwort einloggen auch klicken. Nicht nur auswählen, auch Antwort einloggen. Ja, genau. Das ist der Fall, den man oftmals am Anfang betrachtet, dass die Leute nicht wirklich verstanden haben, wenn man es sich erklärt natürlich, dass man Antwort einloggen klicken muss. Das muss einfach gemacht werden, damit im Nachgang nicht jemand sagen kann, oh, ich wollte gar nicht, dass mein Ergebnis in die Bestenliste geht oder ich habe mich verklickt. Sozusagen, es wird immer noch mal bestätigt, dass ich auch wirklich die Abgabe durchführen möchte. Was sehe ich hier? Ich sehe einmal hier eine Bestenliste von allen Nutzern. Jetzt haben wir alle falsch beantwortet. Das ist natürlich eine schlechte Frage gewesen jetzt. Aber ich hoffe, dass bei der nächsten Frage besser wird. Und ich sehe auf jeden Fall eine Antwortenverteilung und sehe auch, welche Antwort wurde wie oft ausgewählt und welche wäre richtig gewesen. Okay. Aber ich würde mal sagen, wir gehen zur nächsten Frage in der Hoffnung, dass die ein bisschen kürzer ist. Und in der Hoffnung, dass alle dann auf Antwort abgeben klicken. Okay, sie ist es nicht. Dann würde ich einfach sagen, auswählen und Antwort einloggen klicken. Aber hier sieht man auch schön die Grenze von so einem Live-Quiz. Also es macht halt wirklich am meisten Spaß mit kurzen Inhalten, ganz klar. Und vielleicht, wenn der Bedarf besteht, können wir auch gerne danach nochmal ein Live-Quiz machen mit kürzeren Fragen. Es tut mir leid, dass ich hier ein schlechtes Beispiel genommen habe. Genau, die Bestenliste ist dadurch jetzt auch wenig aussagekräftig. Aber wie gesagt, normalerweise wird sie sich orientieren nach der Anzahl der richtigen Antworten. Wenn die gleich ist, dann die kürzere Zeit. Genau. Also von daher...
Können wir jetzt mal abstimmen, ob wir nochmal ein Live-Quiz mit kürzeren Fragen machen wollen oder ob das Konzept verstanden wurde? Quiz, alles klar. Okay. Gern nochmal, alles klar. Dann nehme ich mal eins, was hoffentlich ein bisschen. Vielleicht ist Leseverstehen auch einfach zu lang. Wir nehmen mal Grammatik, ja? Okay, wir nehmen das mal. Wir können ja auch, es hat jetzt 13 Fragen, ist ein bisschen lang, ich würde es einfach dann abbrechen. Aber dass es auch ein bisschen angenehmer wird. Okay, dann würde ich sagen, auf Live-Quiz starten. Dann würde ich den Link wieder in die Zwischenablage kopieren. Ihr könnt wieder daran teilnehmen. Genau. So, dann gibt 20 Sekunden oder 25? Hat jemand einen Wunsch? 25. 25? Alles klar. Oder 30? 25. Okay. Wir starten mit 25 Sekunden und hoffen, dass es jetzt besser funktioniert. Auch das sind natürlich dann auch gute Learnings. Natürlich, worauf man achten sollte, wenn man dann eine Frage macht. Okay. Genau, Antwort einloggen klicken bitte. Nicht nur auswählen. Ah, hier sieht man schon, 11 von 11 haben abgegeben. Sehr schön. Okay. Das ist auch eine interessante Statistik, warum wir 180% sind. Das nehme ich gleich mal auf und gebe das weiter. Aber grundsätzlich war es eine sehr gut beantwortete Frage. Wir sehen auch hier bei der besten Liste, alle haben richtig und jetzt sieht man auch, dass die kürzeste Zeit am besten bewertet wird. Gehen wir mal zur nächsten Frage. Ich meine, das ist falsch. Genau, ich spiele jetzt auch mal schwache Schülerinnen. Ach, ich glaube, 118%, die waren einfach, weil noch zwei nachträglich reingekommen sind. Jetzt haben wir die richtige Auswertung. Wir waren ja vorher, wir haben es ja mit 11 gestartet. Okay, interessant. Genau, also einer war schwache Schülerin und der Rest hat richtig beantwortet. Genau, in der Regel sind halt die Antworten mehr gleich verteilt natürlich und es ist ein bisschen aussagekräftiger, aber ich glaube, das Konzept wird klar und wir sehen auch, dass hier einige verdammt schnell sind. Sehr schön. Machen wir noch eine Frage noch, würde ich sagen. Genau. Genau, ich denke mal wieder 13 richtige Antworten. Sehr schön. Okay, dann haben wir jetzt einen Gewinner. Ich würde mal sagen, wir brechen hier ab, oder? Spricht irgendwas dagegen aus eurer Sicht? Ich denke, das Konzept ist klar geworden. Wir brauchen jetzt nicht nur 10 Fragen weiterspielen, oder? Okay, kein großes Veto dagegen. Dann breche ich jetzt hier ab. Genau. Und wir haben erstmal einen Gewinner. Irina, herzlichen Glückwunsch. 2,7 Sekunden mit der besten Zeit dann doch gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Auch die Ergebnisse können wir jetzt ganz klar speichern als PDF. Und dann auch zur Dokumentation eben auch sichern. Genau. Ihr habt jetzt schon gesehen, natürlich hängt das Live-Quiz und die E-Prüfung und generell eure Inhalte hängen natürlich davon ab, was ihr transportieren wollt. Das heißt, ihr seid hier völlig frei in der Gestaltung.
woran wir gerade arbeiten im Rahmen unseres Projektes, dass wir diese Inhalte für die Deutsch als Fremdsprachenkurse weiter ausbauen. Das heißt, wir wollen idealerweise auch dann bis zur Konferenz hier sozusagen 6 Kurse anbieten, die dann auch schon vorgefertigte Inhalte im Bereich Quizfragen und Karteikarten einfach bieten, in den unterschiedlichen Niveaustufen. Das wollen wir gerne bis dahin machen. Ansonsten, wer die Plattform nutzen möchte, kann das jederzeit gern machen. Der kann sich bei uns entsprechend registrieren, bekommt einen Zugang, hat natürlich dann per se erstmal hier keine Inhalte. Aber das ist ja die Idee davon, ich kann dann meine Inhalte, die ich vermitteln möchte, hier einpflegen in unser Konzept und dann eben Weiterbildung damit betreiben. Und wenn es dann zum Thema Inhaltserstellung geht, dann kann ich nur wärmstens unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung empfehlen. Vielleicht noch ein Hinweis, wenn man sich einloggt, sind die unteren Bereiche, so wie hier Kommentare, ausgegraut. Warum? Natürlich braucht man erstmal Inhalte, um auch ein Live-Quiz zu spielen oder eine E-Prüfung zu spielen oder auch damit jemand Kommentare auf die Fragen gibt. Von daher ist alles, was ausgegraut ist, ist nicht kaputt, sondern es ist einfach nur nicht möglich zu nutzen. Von daher ist der erste Punkt, in Inhalte zu gehen, einen Kurs anzulegen und dann weiterzugehen. Und diese Anleitung, die erklärt das wirklich Schritt für Schritt, wie ich hier vorgehe, indem ich einen Kurs anlege, auch entsprechend mit Bildern und Text und visualisiert. Und hier sehe ich wirklich Schritt für Schritt, wie ich hier vorgehe bei der Inhaltserstellung. Genau. Das war eigentlich grundlegend erstmal die Vorstellung der Plattform Quiz Academy als Lernplattform für, ich sag mal, grundsätzlich alle Themen, aber natürlich in diesem Seminar etwas fokussierter auf den Bereich Deutsch als Fremdsprache. Gibt es denn bis hierhin Fragen? Wenn der Lehrer diesen Container als Speicher bekommt, wie groß ist dieser Container für meine erstellten Prüfungen, oder? Was meinst du mit wie groß? Wie viel Speicher bekommt der Lehrer für die Erstellung von Prüfungen? Das ist völlig unbegrenzt möglich. Also es gibt eine Begrenzung, zum Beispiel, wenn man Bilder hochlädt, dass Bilder halt ein bisschen runterskaliert werden, damit sie halt, wenn ich sie auf der App herunterlade, damit das nicht zu viel Zeit dauert, aber auch damit es effizient in der Plattform funktioniert. Von den Inhalten her gibt es keine Beschränkungen. Ich kann so viele Fragen erstellen, wie ich möchte. Die Textlängen sind so lang, wie ich das möchte. Die Anzahl der Antworten sind so viele, wie ich das möchte. Also hier gibt es eigentlich keine Beschränkungen. Darf man auch Audiodateien hochladen, fragt Helene. Ja, das ist ein ganz großes Thema. Da habe ich morgen ein internes Meeting. Die Idee ist, Bilder zu erweitern oder generell Medien oder das Einfügen von Medien zu erweitern, um Audiodateien und um Videodateien. Und Videodateien dann wahrscheinlich erstmal von YouTube oder von Videoplattformen. Aber das sind Sachen, die gehen wir zeitnah an. Und Audiodateien, klar, im Fremdsprachenbereich auf jeden Fall ein ganz großes Thema. Und das wird auch zeitnah der Fall sein. Sind die Schüler registriert? Müssen die Schüler registriert werden? Ja. Nein, das müssen sie nicht. Und zwar, das sieht man ja schon, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Kurs öffne. Nehmen wir mal an, ich nehme jetzt hier C1, ist ja auch völlig egal. Ich kopiere mal den Link hier rein. Das heißt, ich kopiere einfach den Link rein und kann sofort loslegen. Ich werde dann nirgendwo gefragt nach einem Nutzernamen oder nach meinen Anmeldedaten, sondern deswegen können wir auch in einer Analyse auch nicht sagen, welche Person ist wie gut, sondern wir können nur sagen, wie gut ist die Gruppe. Und aus unserer Sicht reicht das aus als Information für die Lehrkraft, weil man eben den Vorteil der Datensparsamkeit hat und eben so wenig wie möglich persönliche Daten von den Lehrenden, von den Lernenden einnimmt.
Genau, ich habe es heute Morgen eine Stunde lang versucht. Es ist mir leider nicht gelungen. Hier wäre mal interessant, genau was nicht gelungen ist. Ja, also ich habe mir natürlich diese Videos angeguckt. Ich sitze da jetzt seit 3 Tagen dran, weil ich finde, das ist eine super tolle Sache. Ich hätte das unheimlich gerne heute in meinen Unterricht eingebaut, weil heute ging das Semester wieder los, aber ich habe es halt nicht geschafft. Okay. Aber genau, ich glaube, das ist jetzt eben auch ein sehr, sehr individuelles Problem. Also ich habe einfach nicht geschafft, die Karteikarte in eine Frage umzuwandeln, weil ich versuchte immer Multiple Choice und das hat es einfach nicht gespeichert. Wahrscheinlich muss ich mir einfach die Anweisung noch mal genauer durchlesen, keine Ahnung. Aber Ja. ich habe halt sehr viel Zeit damit verbracht. Das war blöd. Genau, ich kann dir vielleicht einen Tipp mal geben, und zwar in der Tat bei Tipps, und dann wir stellen das gerade um, aber ich kann dir schon mal die neue Seite schon mal sagen. Inhalte erstellen. Genau, hier steht das Karteikarte konvertieren. Ja. Hier steht es dann wirklich drin. Das ist Ah, auch in der Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie das gemacht wird. Das erklärt das hier wunderbar eigentlich. okay. Genau. Vielleicht für die anderen nochmal, um das ein bisschen abzuholen. Wir bieten halt in der Plattform verschiedene Vereinfachungsmöglichkeiten. Zum Beispiel, wir empfehlen auch in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung hier, wie man Inhalte erstellt, empfehlen wir auch zunächst einen Kurs anzulegen, dann einen Karteikartenstapel anzulegen und dann in den Karteikartenstapel eine Karteikarte zu erstellen. Warum? Einfach, weil Karteikarten sehr einfach zu erstellen sind per se. Und wenn man jetzt zum Beispiel dann eine Karteikarte sieht, bei der man sich denkt, das wäre ja auch eine schöne Quizfrage, dann kann man über dieses in Karteikarte konvertieren, kann man dann gewisse Parameter der Frage, also zum Beispiel den Fragentext, die richtige Antwort, die Erläuterung, die werden dann gleich in eine Frage überführt und ich brauche dann nur noch die falschen Antworten hinzufügen. Und dann habe ich relativ schnell eben aus einer Karteikarte eine Quizfrage erstellt. Und so gucken wir uns natürlich die Plattform regelmäßig an, nehmen Nutzerfeedback auf und werden dann eben auch, wenn wir merken, dass es technische Vereinfachungen gibt, werden wir diese nach und nach auch implementieren. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wenn ich es kapiert habe, dann ist es wirklich eine tolle Sache. Also Kompliment. Super, vielen herzlichen Dank. Hier ist noch eine Frage, wie kann ich kontrollieren, ob der Student, der daran teilnimmt, auch wirklich der Student ist? Das kann man in der Tat nicht. Es geht halt, in einem Format geht das, und zwar im Live-Quiz. Aber dann auch nur, wenn ich das Live-Quiz wirklich als Präsenzveranstaltung mache, dann geht das. Das machen wir zum Beispiel zusammen mit der IHK. Und zwar werden da tatsächlich Prüfungen durchgeführt, also IHK-Prüfungen, also Zertifikatsprüfungen durchgeführt. Aber das Ganze passiert halt als Präsenzveranstaltung bei der IHK vor Ort. Das heißt, die Teilnehmer sind in einem Computerpool, jeder setzt sich ran und sozusagen die Identifikation der Person erfolgt dann eben auch vor Ort. Und dann ist eben der Vorteil bei der Live-Prüfung, es ist eine sehr, sehr schlanke und einfache Auswertung letztendlich möglich. A, es ist auch viel übersichtlicher für den Teilnehmer, als wenn er mit einem Blatt Papier arbeitet. Und die Auswertung ist super schlank für die IHK-Verantwortlichen. Und dann kann man über diesen Umweg, sage ich mal, kann man auch das sicherstellen. Aber ansonsten in der Plattform kann man es nicht. Das geht einfach nicht. Weitere Fragen? Gibt es keine Fragen mehr? Liebe Kolleginnen, kommt bitte zum Mikro. Alles geht durch den Kopf. Wir müssen überlegen, wie viel Zeit wir brauchen, um so eine Prüfung oder einen Test hier anzulegen. Ja, das braucht man zuerst meine eigene Zeit. Ich investiere und erstelle meine eigene Prüfung. Richtig, Robert? Genau, also Ja. das ist die Grundidee.
Natürlich wollen wir auch dabei unterstützen, ich habe es ja schon gesagt, durch zum Beispiel Kurse, die wir auch bereitstellen. Mhm. Hier sind diese A1 bis C1 noch momentan. Aber klar, wir merken natürlich und wir wollen natürlich auch nicht, dass jeder hundertste Lehrer, der Deutsch als Fremdsprache vermitteln will, seine eigenen Inhalte erstellt und vielleicht 50 Fragen überschneiden sich immer. Natürlich sind wir daran interessiert, dass wir auch das vereinfachen für die Lehrkraft. Und deswegen werden wir daran auch arbeiten, ja, wenn wir eben eine gewisse Zielgruppe auch für uns sehen, klar. Ja, da hast du recht, richtig. Weil viele von uns haben zum Beispiel auch Kinder als Schüler und deine Plattform, wie ich das wirklich richtig sehe, ist das natürlich für Erwachsene, so für, ja, erwachsene Schüler. Seid ihr einverstanden, liebe Kolleginnen? Ja? Also ich habe erwachsene Schüler, deswegen würde ich den gerne fragen, den Robert, ob ihr Interesse daran habt, dass ich da mitarbeite. Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Also wir bieten hier zum Beispiel auch das Seminar an, Community. Habe ich mich schon für eingetragen. Sehr gut. Ich kann dir auch sagen, ich habe heute auch einen Termin gehabt, beziehungsweise am Wochenende auch mit unserem Designer gesprochen. Wir werden auch an einem Konzept arbeiten, dass man zum Beispiel auch gemeinsam an Kursen arbeiten kann. Ich meine, jeder kennt wahrscheinlich Google Docs, ja. Mhm. Und so ein ähnliches Format können wir uns bei uns auch gut vorstellen, dass ich auch Kurse für andere, für Teilnehmer, die du gerne dabei haben willst, auch freischalten kannst, ja. Mhm. Also da wird eine ganze Menge passieren, auch zum Thema kollaboratives Arbeiten, sage ich mal. Aber momentan versuchen wir es über die Community zu lösen, indem wir halt uns vernetzen, zusammen daran arbeiten und dann eben auch für die Community Inhalte erstellen. Klar. Super. Gut. Dann sehen wir. Also da freue ich mich drauf. Diesen Freitag, 16:30 ist das. Ja, genau. Okay, ja. Gut. Aber an diesem Webinar können alle teilnehmen. Bitte, Sie, liebe Kolleginnen, am 26., 27. Und auch Robert wird diese Plattform nochmal auf der Messe, auf dem DAFÖBCON vorstellen. Ja, Robert? Genau. Ja. Gut. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann können wir langsam unser Webinar zu Ende bringen. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Robert. Und